Willkommen hier wieder zurück in GTA 5 und heute sind wir zum ersten Mal nicht obdachlos, denn heute sind wir in unserem wunderschönen Apartment und können hier alles gucken und ja, das war ja ganz billig, nur 500.000 Dollar für ein Apartment, also eine Wohnung. Wem ist das nicht zu teuer? Naja, gut, wenn ich mir das recht überlege, in echt wäre 500.000 Euro für eine Wohnung total teuer. Schade, dass man nicht durchs Treppenhaus gehen kann. Das wäre ganz cool gewesen. Aber geht leider nicht. So. Hier ist unser Haus. Aber können wir denn jetzt was spielen oder irgendwas machen? Ich will mal wieder Tennis spielen gegen irgendjemanden. Ich guck mal, was mein iFood so sagt. Schnapp dir diese. Blablabla. Nee, das brauche ich nicht. Die Jobliste. Biker. Biker finde ich cool. Mach ich. Wir treten bei, dann machen wir das mal. Und ich bin gespannt, ob da jetzt nicht doch, ob man das jetzt spielen kann. Wie kann man das nicht? Hä? Will ich verarschen? Will ich verarschen? Doch. Soll das jetzt Biker sein oder nicht? Wir sehen ein Bild von einem Haus. Okay, dann, Biker. Was macht man denn da? Weiß ich nicht. Oh. Oh, ich wusste... Oh, scheiße. Oh, ich wusste gar nicht, was man da machen muss. Yeah. Ich nehme den kleinen... Na, nehme ich denn? Rocker. Nee. Ich nehme zwielichtig, das ist cool. Was nehmen wir denn? Nehmen wir das da. Das ist cool. Mann. Aber ich will nicht so eine Maske haben. Mann. Die ist scheiße. Nehmen wir mal so eine Maske. Getuntes. Nehmen wir das so einfach mal. Ja. Guck mal, ich habe da so eine schöne Maske. Und jetzt machen wir diese Mission. Ich stelle einfach mal nochmal den Timer. In der Zwischenzeit. Was muss ich denn hier machen? Serie A Biker. Okay. Dann begibt sich zu Trevors Wohnwagen. Kann ich... Ich möchte mitfahren. Ich möchte mitfahren. Kann ich da nicht mitfahren? Alter, nein. Ich wollte da mitfahren. Oh. Ach so. Oh, ist ein Scheiß. Ich dachte, ich kann da mitfahren. Ich muss hier so einen Kack hier nehmen, ey. Super. So, wir fahren dann dahin. Ich fahre jetzt zu Trevors Wohnwagen. Ja, boah, das Auto ist so lahm. Mann, die haben mir alle so schöne Autos geklaut. Ich wollte da jetzt mitfahren, damit der andere fährt. Aber nö. Die lassen mich nicht mitfahren. Das ist ja toll. Und Björni ist jetzt hier wieder alleine. Aber wir benutzen diesen Highway, um da schnellstmöglich hinzukommen. Was auch immer das hier für eine Mission ist. Kenne ich eine nicht, aber... Na gut, ich kenne ja fast gar keine Mission. Ich spiele jetzt gerade den Singleplayer durch. Ich bin im Singleplayer bei 22%. Ja, also ein Fünftel ungefähr. Und ja, das ist ja noch nicht so weit. Aber ich bin mal gespannt, was man hier in dieser Mission hier macht. Scheiße, jetzt bin ich jetzt... Nee, ich bin nicht verkehrt, oder? Die anderen sind alle schon so weit und ich guck hier am Ende rum. Ja, ey. Ich guck hier am Ende rum und das ist nicht so toll, aber... Aber gut. Das finde ich immer so doof. Ich werde immer allein gelassen. Das ist total asozial, ey. Weil mich immer alleine... Wie, was ist denn jetzt? Vorbereitung... Wie? Willst du mich verarschen? Was war das denn jetzt? Wie? Check ich jetzt nicht. Tu es raus. Wie? Wieso? Was ist denn jetzt passiert? Weil ich zu langsam war oder... Och, weil da irgendjemand... Ja, Bluescreen hatte oder so. Super. Ist ja toll. Ist ja super. Warstock Catch and Carry Update. Warstock. Stock ist cool anstatt Warstock. Warstock klingt komisch. Carry. Ja, Carry Update. Cool. Aber Panzer gibt's hier. Wo gibt's das denn? Ich möchte auch Panzer spielen. Panzer ist cool. Das war mal geil in GTA San Andreas. Wenn man diese Panzer gespielt hat. Dann war das immer mal ganz lustig. Aber jetzt lade mal. Gut.
Das ist immer doof, wenn das hier lädt. Ich kann heute gar nicht. Boah, ich bin heute so kaputt noch, weil ich habe gestern Bowling gespielt und meine Finger, ey, oh, die tun weh, weil diese Kugeln, ich habe immer zu schwere Kugeln genommen und dann, und dann tun die Finger so ein bisschen weh. Ich bin kein Spielverderber, ich habe gar nichts gemacht. Nein. Ich habe das Fahrzeug ganz in der Nähe abgestellt. Super. Luftrennen möchte ich ganz gerne machen. Ich kann zwar nicht fliegen, aber ja, dann seht ihr mal. Nee, weil ich habe im Singleplayer musste ich Flugzeug fliegen. Und ja, da musste man dann halt auch landen und oh, nee, nein, nein, nein. Och, schade. Schade, der ist nicht da. Da musste man dann halt auch landen und ich bin im Landen, bin immer gestorben. Ich bin immer abgestürzt. Ich glaube, ich sollte kein Pilot werden in GTA, weil da bin ich immer bupp, abgestürzt. Ich konnte nicht landen. Willst du mich verarschen? Er ist ins Wasser gefallen. Willst du mich verarschen? Jetzt ist er gestorben oder was? Ja, so geht auch von der Brücke springen, ne? Das geht hier auch. Ich mache jetzt einfach mal einen schnellen Job. Ich möchte. Ein Deathmatch möchte ich mal ganz gerne spielen. Dann schauen wir mal, wo hier sich eins versteckt. Und diese wunderschöne Brücke, die hier ist. Die muss man hier. Ah, ich rutsche auf der Brücke. Ich bin auf die Brücke gefallen. Das ist ja super. So. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Irgendwo im Nirgendwo. Das ist immer toll. Das ist super. Ich möchte aber mal wieder Tennis spielen, würde ich ganz gerne. Aber wir sind wieder irgendwo im Nirgendwo. Krieg an der Grenze. Wer will denn nicht an der Grenze mal Krieg spielen? Vielleicht rauben wir noch so ein Teil aus, bevor sich das. Wo sind denn die Leute? Ich fühle mich so alleine. Bin ich hier voll in der Pampa gelandet. Wo auch immer. Hallo, halten Sie an, halten Sie an. Hier ist ein Typi. Ich brauche Sie. Hier fahren ja nur solche komischen Autos. Anhalten, 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 anhalten. No. Mann, willst du mich verarschen? Sie da? Die haben ein großes Auto, also können sie mich ja mal mitnehmen. Sie sind eine Frau. Das heißt, die versuchen mich nicht zu sch. Alter, wie der packt die einfach so an. Oh doch, die will mich doch schlagen. Der packt die einfach so an den Kopf und. Und dann. Ja, super. Der packt die im Kopf und zieht die raus. So brutal, wie man eine Frau vergewaltigen kann, macht er es. Würde ich jetzt nicht machen, aber. Na gut. Wo ist der Unterschied zur Pistole und klassischen Pistole? Das ist doch dasselbe hier. Klassisch und Pistole. Ja. Ich fahre jetzt mal, weiß ich nicht. 6 von 16 sind wir. Es dauert noch lange, bis wir. Oh. Ups. Ich hoffe, ich komme noch zum Nahen und kann ihn ausrauben. Ein bisschen Geld schadet ja nie. Aber na gut. Nahen ausrauben, das bringt es nicht so. Ich wollte mal im Singleplayer, wollte ich eigentlich hier diesen Louis Vuitton-ähnliches Teil da ausrauben. Aber. Ja, ging leider nicht. Weil man. Weiß ich nicht. Die Kassiererin, wenn die stirbt, dann lässt die kein Geld fallen. Ich dachte, dann lässt die mal schöne Millionen fallen, aber gibt's nicht. Ups, ich war das nicht schuld. Nö, nö, nö. Ich habe keinen Unfall verursacht. Das waren sie. Sie waren das. Nur noch 5 von 16. Mann, ey. Was ist das für eine Kacklobby? So. Wir gucken mal, dass wir. Ach, den habe ich doch schon tausendmal. Habe ich den auch schon. Ich habe den schon tausendmal überfallen hier. Also wir jetzt das 1000 erste Mal, wisst ihr noch, wo wir letztes Mal hier auch waren und dann schnell noch in ein Rennen gegangen sind. So. Hallo, na? Wie geht's Ihnen? Nein. Hier, gib mir mal was, ein bisschen Geld. Ich glaube, ich sollte sie dann. Nee, ich würde sie töten, wenn sie, ich würde sie. Wissen. Oh! No, Mann, super. Ich wollte noch das Geld haben, aber dann ist der Job schon gestartet worden. Wir machen Trockenvögeln. Wir kaufen die Panzerung. So. Und bereit zum Spielen sind wir natürlich. So, geruchsneutral. Krieg an der Grenze. Sobald du die Grenze überquerst, bist du tot? Warum? Warum bin ich dann tot? Bin ich verarschen? Ich bin tot, wenn ich eine Grenze überquere. Krieg an der Grenze, Team Deathmatch. Ist das sowas wie bei dem Strand?
Oder was soll das jetzt?